Schauen wir nach hier ins Terminal. Evakuierung von Jonah Jaden oder so. Funk immer noch außer Betrieb, also mache ich es auf die altmodische Art. Wir können die Evakuierung mit Deck 12 in diesem Zustand unmöglich abschließen. Der letzte Kettenschuss hat die Rumpfpanzerung durchstoßen. Keine Atmosphäre mehr, alles hängt am seidenen Faden. Hunderte Leute sind auf der anderen Seite gefangen und ich habe zu wenig Anzüge. Es sind Kinder dabei. Thel, ich kann das nicht tun. Ich werde es nicht tun. Jonah. Antwort Evakuierung. Jonah, Lapiris ist gerade aufgetaucht. Diese verrückte Technikerin hat ihren Evakuierungsplatz zurückgegeben und sie sagt, sie hätte eine Idee. T. Sicherheit. Von Arche Luciana, Lucinia, Wartung, an die Arche. Von Lieutenant Colonna Jackson. Verlassen in Kürze die Arche, damit diese Cat jemanden zum Verfolgen haben. Unsere Ausrüstung wurde bei der letzten Begegnung kaputtgeschossen, aber aus Gewohnheit habe ich trotzdem alles in die Wiederaufladung gesteckt. Tun Sie mir bitte einen Gefallen und halten Sie die Sachen von dem Zivilisten fern, ja? Wir wollen nicht, dass jemand so weit reist und sich dann selbst in den Fuß schießt. Okay. Am Ende aber nichts Wichtiges. Gehen wir weiter. Unangenehm. Was ist denn? Geruch? Meine Haut juckt. Verzeihung, aber ich muss mich kratzen. Okay. Der Baum? Bist du allergisch? Allergie. Sieht aus wie ein Beobachtungsdeck. Schade, ja, dass wir keine Zeit haben, um die Aussicht zu genießen. Die Leute wurden wohl von dem nächsten Deck aus evakuiert. Allergie fällt mir derzeit auch sehr zu Last, muss ich sagen. Leider, also, hier drüben. Das kann ich nachvollziehen, wenn das dein Problem ist, dass es dich außer Gefecht setzt. Ich hatte jetzt auch mehrere Tage, an denen ich teilweise die Augen kaum öffnen konnte, weil es so gejuckt hat. So, was hast du denn da? Der Göttin sei Dank, sie sind okay. Das hier entzieht die Energie. Was ist das? Die Angriffe haben die Hülle durchstoßen. Und jemand hat dieses Masseneffektfeldgerät aufgestellt. Das Feld hält die Hülle zusammen und ermöglicht die Evakuierung vom Deck darunter. Und wer empfänglich für Masseneffektfelder ist, kriegt Migräne. Stimmt. Aber man überlebt. Das Deck ist jetzt verlassen. Schalten wir das Gerät ab. Ich hab's versucht, aber nichts. Können Sie es scannen? Vielleicht weiß ihr Sam eine Lösung. Das sollte machbar sein. Das Gerät erfordert zur Abschaltung zwei Personen. Eine trennt die Kabel und die andere bedient das Gerät selbst. Ich übernehme das Gerät. Achtung! Einmal begonnen, muss der Zyklus der Ausfallsicherung auch abgeschlossen werden, sonst brennt das Gerät durch. So, Kabel. Wir schauen erstmal ganz kurz, wo wir hin müssen. Also da ist ein Gerät. Da oben, da hinten. Sind es drei? Drei, ne? Ja, drei. Okay, das kriegen wir hin. Und los geht's. Bereit, Vidaria? Ich ziehe jetzt das erste Kabel ab. Cat! Passen Sie auf das Gerät auf. Wir kümmern uns um Sie. Aber soll ich erstmal die Cat töten, ja? Sie, Vidaria. Sie schaffen das. Oh, da ging's abwärts. Achten Sie auf das Glas. Wenn es zerbricht, sollen Sie das Vakuum atmen. So, wo sind die anderen? Ich gehe einfach mal zum nächsten Punkt. Okay, nächstes Kabel. Bereit, wenn Sie es sind. Geht los. Noch mehr Cat. Ausschalten. Bei der Göttin, wie viele sind denn da an Bord gekommen? Ah, und ich kann noch gar nicht das letzte machen, nein? So, holen wir uns erstmal den. Hopsa! So, wunderbar. So, den zermatschen wir direkt mit dem Hammer. Und du, Kollege, du okay, bist der Letzte. Jetzt das Kabel.
Gut, letztes Kabel, dann haben wir es geschafft. Arbeite am letzten Kabel. Und bingo. Noch ein Angriff. Sie sind verzweifelt, Ryder. Das müssen die letzten sein. Nein, noch nicht der. Ah. Ihr Arschgesichter. Das sollte da hinten auf die große Gruppe gehen. So, weg mit dem. Das ist ihr letztes Gefecht. Durchbruch. So, den hätten wir. Weiter geht's hier. Schön, dass wir die Gesalbten direkt weggekriegt haben. Mit ihren vollautomatischen Waffen sind die etwas unangenehmer als die anderen. Irgendwie sehe ich immer bloß meine eigenen Leute. Ich weiß auch nicht. Ist hier noch irgendwo jemand? Die Kette erledigt. Das Gerät okay. Kann jetzt deaktiviert werden. Super. Wo ist denn hier die Asari hin? Wer weiß, wir machen das selbst. Das Geräusch ist weg. Die Nexus hat Ersatzteile, oder? Hoffen wir es. Hier, Captain Atandra. Ryder, der Antriebskern kommt online. Geschafft. In wenigen Minuten sind wir hier weg. Ich atme durch, wenn wir auf der Nexus sind. Gut. Im Moment melden die Sensoren nichts. Hier, Sarissa. Sehr gute Arbeit. Wir sind fast zu Hause. Es ist vorbei. Ich sollte gehen und helfen. Vielleicht kann ich etwas tun. Sie haben bei Ihrer ersten Mission eine Arche gerettet. Sarissa wird stolz sein. Sie sind eine erstklassige Elite-Soldatin. Danke für alles, Lieutenant. Möge die Göttin Sie leiten. Pathfinder, ein Datenspeicher ist zugänglich geworden. Er enthält das Nachfolgelog von Matriarchin Ishara. Hast du Zugriff? Vergiss die Daten! Die Barriere bricht zusammen! Ishara, Sie vernichten die Arche. Nur die Daten können uns noch Zeit verschaffen. Kettverstärkung nähert sich Pathfinder Ishara. Sarissa, mein Sam kann... Tiamna, bitte! Ich muss sie retten, auch wenn ich dann nicht mehr... Vergib mir. Tiamna heißt Tempelbewacherin. Eine Kämpferin, die treu bleibt. Auch wenn alles verloren ist. Sarissa ließ sie sterben. Das war notwendig in der Situation. Ja, so wie es hier steht, eine notwendige Entscheidung. Was hätte sie tun sollen? Sarissa musste zwischen Pathfinder und Arche wählen. Sie hat richtig entschieden. Sieht das nach einer richtigen Entscheidung aus? Die falsche wurde vorher getroffen. Verdammt. Ryder, was mache ich jetzt? Zuerst. Hier, Atandra. Wir wurden getäuscht. Ein Landungsschiff der Kettjäger ist unterwegs zu dem Loch in Deck 12. Wann haben wir ULG? Zu lang. Sarissa kommt. Drängen Sie sie zurück. Helme auf, Leute. Ausgezeichnet. Naja, die falsche Entscheidung wurde vorher schon getroffen, als entschieden wurde, in diplomatische Beziehungen zu gehen mit den Cat. Was man natürlich nicht wissen konnte, weil man die Cat nicht kannte. Achtung, das Masseneffektfeldgerät ist noch angeschlossen. Aktivierung durch Fernsteuerung könnte die lokale Gravitation beeinflussen. Na, das klingt doch das ausgezeichnet. Könnte nützlich sein. Hui. Lassen Sie Ihre Magnetstiefel aktiviert. Sie haben keine. Nutzen Sie das aus. Das mit dem Springen macht irgendwie nicht so viel Sinn mit den Magnetstiefeln, finde ich. Alle festhalten! Ausgezeichnet. Wir haben Verstärkung! Scheiße, wir fliegen ja fast im Weltraum rum.
Oh, das war ja... Sorry, Cora. Und tschüss. So macht mir das Spaß. Okay, wunderbar. So, erst damit, dann so und dann nochmal mit dem Hammer. Ryder, der Recke sendet weitere Cat. Cerissa ist gleich da. Nicht nachlassen. Soll er nun mal selbst kommen, der Sack. Das muss der Recke persönlich sein. Oh yeah. Erledigen wir ihn. Da ist er. Da ist er, der Sack. Ja, das ist so einer, wie wir sie schon mal hatten. Einer von den großen Kollegen. Kasari-Diebin versteckt sich hinter ihren Handlangern. Sie ist ihre Puppenspielerin. Sie wird ebenso abgeurteilt wie sie. Okay. Oh shit, wir sollten ja weiterhin auf die anderen aufpassen. Sonst werden wir von denen platt gemacht. Niemand entgeht im Griff der Dezimierung. Oh Gott, schnell weg! Ja, ja. Oh, snap! So, das musste mal sein. Und schnell wieder weg. Okay, okay, okay. Wer sein Knie nicht beugt, dem wird es gebrochen. Halt dein verdammtes Maul! So, erstmal diese blöde Kugel beseitigen hier. Dieses Ding ist ultra lästig, muss ich sagen. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Okay, viel haben wir nicht geschafft, muss ich zugeben. Oh, snap. Das war nicht das, was ich wollte, muss ich zugeben. Okay, okay, okay. Schnell wieder weg. Der hält schon ordentlich was aus, muss ich sagen. So, jetzt. Alles, was wir haben. Oh, shit. Wo bin ich? Heieiei. Das war nah am Absturz. Schnell rüber. So. Munition, immer gut. So, das machen wir jetzt einfach mal mit Feuerkraft und geschafft. Feuert alles ab! Zerstört die Arche! Töte! Die Schlacht um Kerkes. Wir haben eine Chance. Lieutenant, bitte. Yeah.
Holy shit, das war mal ein großes Feld. Chef, bringt sie uns hier raus! Gerne doch, festhalten! Eine Rumpfcrew, aber genug, damit die Arche hält. Sie wird es zur Nexus schaffen. Egal, was es kostet. Sie müssen mit Sarissa über Isharas Nachricht sprechen. Ich möchte Ihnen beiden danken. Es war gute Arbeit. Ich bin stolz. Ma'am. Sarissa. Wir wissen von Ishara. Ihr Log? Dann bleiben Ihre letzten Momente erhalten. Sie haben Ihren Pathfinder im Stich gelassen. Sie hätten... Hören Sie. Ich habe ein Leben geopfert, um viele zu retten. Dazu werden wir ausgebildet, Lieutenant. Nur haben Sie es keinem erzählt. Weil Sie sonst nicht Ihre strahlende Heldin wären. Und vielleicht wäre das auch besser so. Ein Pathfinder gibt Ihnen Hoffnung. Sie wissen, was ich meine. Nicht wahr, Ryder? Die Frage ist, sollten Sie es nicht trotzdem erfahren? Jetzt haben sie was anderes, worauf sie hoffen können, nämlich dass sie bald zur Arche zurückkommen. Und die Asari sollten eigentlich auch erfahren und intelligent genug sein, um zu erkennen, dass es die richtige Wahl war, die Sarissa getroffen hat. Deswegen finde ich, sollten die Asari es trotzdem erfahren. Die Wahrheit ist immer wichtig, den anderen mitzuteilen. Sie verdienen die Wahrheit, auch wenn sie hart ist. Ryder? Korra? Tun Sie das nicht. Wir müssen uns jetzt auf den Nexus-Anflug vorbereiten. Wir haben Ihnen einiges zu erzählen. Da ist noch mehr. Sarissa hat die Bergung der Cat-Daten über Isharas Leben gestellt. Unser Sam hat das Nachfolgelog entdeckt. Sie? Eine ihrer verrückten Ideen hat Ishara getötet? Nein, die Cat. Ich brauchte Gewissheit, dass die Arche entkommen kann. Wir sind entkommen. Wieder und wieder, während die Cat uns gejagt haben. Es war nur Glück, dass uns Ryder gefunden hat. Wer ersetzt sie? Verdaria. Nun, ein Pathfinder mit ein wenig Demut kann vielleicht nicht schaden. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Ryder. Also ich würde sagen, sie sollten sie trotzdem als Pathfinder behalten. Sie sollten zwar die Wahrheit wissen, aber das heißt nicht, dass sie Sarissa als Pathfinder absetzen sollten. Wenn Sie mich fragen, sollten Sie Sarissa nicht ersetzen. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Sie hatten das Recht, alles zu erfahren, aber sie hat richtig gehandelt. Aber wenn sie ihr Volk erneut enttäuscht... Ich mache meinen Job, Atandra. Und trage die Konsequenzen. Ich weiß nicht, warum Sie das getan haben, Ryder. Aber vielleicht verstehen Sie es ja und vergeben mir. Sie können ohne Vergebung leben. Auch dazu werden wir ausgebildet. Alles okay? Kann ich den heutigen Tag nicht einfach rückgängig machen? Und keine Heldin vor ihrer versammelten Arche zu Fall bringen? Ich habe so sehr an Sarissa geglaubt, aber die Asari sind genauso orientierungslos wie wir. Wir kennen unsere Mission und ich denke, wir finden uns ziemlich gut zurecht. Ich hätte das vielleicht nicht gerade zu einem Pathfinder sagen sollen. Danke, dass Sie auf der Lucinia für mich da waren. Darf ich Ihnen etwas sagen? Alles. Ihr Vater hat richtig entschieden, als er nicht mich, sondern Sie zum Pathfinder gemacht hat. Ich gehe niemals voran. Ich suche immer nach einem Mentor und einem Plan, dem ich folgen kann. Die Fehler, die ich als Pathfinder machen würde, wären schlimmer als Sarissas.
Jeder macht Fehler. Sie sind immer noch Sie. Die kluge, fähige, wundervolle Cora. So sehen Sie mich? In jeder Sekunde. Wie kann das sein? Sie sind so bedeutend und so verdammt heldenhaft. Alles, was ich im Spiegel sehe, ist Sarissa. Der Pathfinder, der ich gewesen wäre. Sie haben uns auf Habitat 7 beschützt, die Arche der Asari gefunden und die Cat bekämpft. Und das alles ohne ein Pathfinder zu sein. Das ist einfach nur mein Job. Ja, und Sie sind wirklich gut darin. Hören Sie, ich weiß, wir flirten miteinander und haben unseren Spaß. Aber eine echte Unterhaltung? Ich fühle mich so verdammt viel besser, wenn Sie bei mir sind. Wie wär's mit einer Umarmung? Gerne. Danke. Mir geht's gut. Oder zumindest schon wieder besser. Ich muss nur über einiges nachdenken. Vorausgesetzt, ich kriege sie aus dem Kopf. Da geht's auch endlich mal voran ja mit den Romanzen, das ist aber schön. Yay, die Rang 6 Fähigkeiten von Cora sind jetzt freigeschaltet. Ausgezeichnet. Pathfinder, Sie haben offene Videoanrufe. Richtig, und das werden wir uns jetzt noch anschauen und danach würde ich auch... Okay. Sind Sie da sicher, Lexi? Wir wissen nicht, wie lange unsere Ration vorhalten müssen. Wir haben trotz des Handels mit Kedera und Aya noch keine verlässliche Nahrungsquelle in Helios. Ich bin sicher, Sie finden eine Lösung. Ja, genau, diese Videoanrufe wollen wir uns jetzt noch anschauen, mal sehen, was es da gibt. Und ansonsten würde ich die Aufnahme dann auch beenden danach. Ja, wie ich schon gesagt hatte, also... für mich ist es richtig, dass die Asari erfahren, was passiert ist. Andererseits hat die Pathfinderin, die Sarissa, auch richtig gehandelt, meiner Meinung nach. Denn wenn du die Wahl hast, entweder die Arche komplett aufzugeben, beziehungsweise dich eines Rettungsankers zu berauben, der eben verhindert, dass alle getötet werden auf der Arche, oder deine Pathfinderin zu retten, die in einer äußerst ausweglosen Situation ist. Also es ist ja auch nicht gesagt, dass wenn sie hingegangen wäre, dass dann die Pathfinderin überlebt hätte. Dann sollte die Wahl doch definitiv auf die Erhaltung der Arche fallen. Und ich denke, dass die Pathfinderin das genauso gesehen hätte. Beziehungsweise sie hat es auch angedeutet, finde ich. Sie hat angedeutet, nee, lass mich, geh. Nimm die Informationen und geh. So, jetzt wollen wir nochmal kurz mit Vetra reden. Mit der haben wir nämlich, glaube ich, vorhin gar nicht geredet, oder? Kedera rettet mir echt das Leben. Ich habe ein paar Leuten einige Dinge versprochen, von denen ich mir nicht sicher war, ob ich sie wirklich auftreiben kann. Aber wie sich rausgestellt hat, kriege ich sie alle auf Kedera. Schon komisch, wie sich manche Dinge entwickeln. Ich bin einfach nur erleichtert, dass sie da draußen ohne die Unterstützung der Nexus überlebt haben. Es war hart, die Leute von Bord zu werfen. Aber die Anführer der Nexus waren verzweifelt. Sie hatten keine große Wahl. Es hieß, entweder ein paar Leute zu verlieren oder alles. Sie haben bestimmt viel zu tun. Wir können uns ja später weiter unterhalten. Gerne. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Genau. Wir hatten doch mit Vetra vorhin geredet. Allerdings endete das nur damit, dass wir das Quest bekommen haben mit Cid. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, Reyes möchte ja mit uns einen Videoanruf machen, ne? Genau, Reyes. Dann schauen wir uns das noch an und danach ist Feierabend für heute. Ryder, wie geht's meinem Lieblings-Pathfinder? Suvi meinte, es ginge um irgendwas Wichtiges. Ich dachte, Sie könnten vielleicht einen freien Abend vertragen. Sloan hat zu einem geselligen Beisammensein geladen und ich konnte eine Einladung ergattern. Hätten Sie Lust, mich zu begleiten? Sloan veranstaltet eine Party? Ich hätte nicht gedacht, dass sie der Typ dafür ist. Sie betrachtet diese Veranstaltungen als notwendiges Übel, um die Leute bei Laune zu halten. Zu kostenlosen Drinks sage ich nie nein. Vor allem dann nicht, wenn sie aus Sloans Privatvorrat stammen. Wir treffen uns vor dem Hauptquartier der Verbannten. Und daraus entwickelt sich bestimmt ein interessantes Quest für uns, deswegen sage ich da nicht nein. Gut. An der Stelle, wie gesagt, möchte ich Feierabend machen. Wir haben endlich eine andere Arche gefunden. Die Asari sind auf dem Weg zur Nexus. Und wir haben Kedera soweit abgearbeitet, haben
äußerst viele Quests und einige neue Regionen zum Erkunden gefunden. Das werde ich dann abseits der Aufnahme auch ein bisschen in Angriff nehmen, dass wir uns andere Systeme noch mit anschauen. Ja, und dann schauen wir mal, was es beim nächsten Mal so gibt. Ich glaube ehrlich gesagt, mit dem Hauptquest, bis wir da vorankommen, wird es ein kleines bisschen dauern, da wir ja jetzt auch offenbar die ganzen Loyalitätsmissionen für die Crewmitglieder bekommen. Apropos Loyalität, wir haben uns mit Cora jetzt ein bisschen näher gekommen. Wir sind mit Cora jetzt ein bisschen näher gekommen, haben uns ein bisschen mehr mit ihr zusammentun können. Ich muss sagen, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich mit Cora oder mit Vetra am Ende eine Beziehung eingehen möchte. Ich bin mir auch nicht sicher, ob wir uns entscheiden müssen oder ob wir vielleicht mit beiden da näher kommen können. Weiß ich nicht, müssen wir schauen. Ja, und dann werden wir uns beim nächsten Mal auf diese Unzahl an Zusatzmissionen stürzen, Nebenmissionen, die jetzt noch anstehen. Besonders die Turianer-Arche möchte ich da mir mit anschauen als nächstes. Und mal sehen, was sich noch so auftut, wenn ich dann jetzt die Systeme untersuche. Also, wir schauen beim nächsten Mal wieder rein, mal sehen, was wir dann Tolles machen. Wir haben eine äußerste Bandbreite jetzt in Helios vor uns. Bis dahin macht's gut und haut rein!